Folgen. Dankeschön, Lambert Dinzinger. Viel Spaß in der Arena. Bleiben wir ein bisschen sportlich, liebe Zuschauer. Was heißt ein bisschen? Wir kommen jetzt zum vielleicht verrücktesten aller Skifahrer. Christian Flür hat schon 9 Weltrekorde auf Skiern aufgestellt. Sie können ruhig mal versuchen, ihm einen davon abzunehmen. Nichts einfacher als das. Dafür müssen Sie eigentlich nur ein bisschen länger als 264 Stunden am Stück Skifahren. Das sind mal lockere 11 Tage in einem. Also, naja, wer es will, bitteschön. Und jetzt hat Christian Flür wieder einen Weltrekord in Angriff genommen. Und dabei Grenzen überschritten. Dieses Mal in weiblicher Begleitung. Also ich sag mal so, ich habe es mir vielleicht ein bisschen einfacher vorgestellt, als es real jetzt ist. Der Schnee ist etwas sumpfig. Es ist einfach zu schwer und ganz schön anstrengend. Christian ist irgendwo positiv verrückter und jeder hat seine Macken und er hat halt das, dass er gern Ski fährt und solche crazy Sachen probiert. 6 Uhr morgens, Start an der Talstation in Balderschwang. Die erste Abfahrt, 60 verschiedene Lifte wollen Christian Flür und Silvia Meyer an diesem Tag fahren. In 10 Skigebieten im Allgäu und in Österreich ein neuer Weltrekord. Für Silvia wäre es der erste, für Christian der 10. Aber er kriegt einfach nicht genug. Wenn ich nur hochgucke, freue ich mich darauf, dass nachher die Sonne aufgeht. Aber wenn man so im November beim Konditionstraining bei 0 Grad und horizontalem Regen unterwegs ist, dann gibt es sicherlich prickelndere Dinge als das. Der bisherige Weltrekord liegt bei 52 Liften, gehalten von einem Deutschen. Christian und Silvia wollen ihn heute toppen. Fahrt ins nächste Skigebiet. Silvia bekommt langsam Hunger. Bauch knurrt schon. Einen Kaffee brauche ich auch. Nach 17 Liften, Frühstückspause mit den Eltern. Christian war schon immer so, meint seine Mutter. Also schon als kleiner Junge Ski vor uns angeschaut, oder? Ja? Ja, statt also mittags mal eine Pause zu machen, ist er also immer durchgefahren. Eine zweite Pause gibt es nicht. Jetzt wird durchgefahren bis zum Sonnenuntergang. Frühlingshafte Temperaturen, der Schnee wird langsam schwer. Es wird relativ schwierig. Es wird jetzt Buttercremetorte und diese Buttercremetorte ist natürlich schon eine relativ kräftezehrende Angelegenheit. Silvia und Christian sind eine halbe Stunde hinter ihrem Zeitplan. Es ist schon nach 3, als sie endlich in Österreich sind. Ja, 41 Liftanlagen oder jetzt sagen wir schon bei 42 Liftanlagen. Schaut alles ganz gut aus. 48, 49. 50, noch 10. Zurück ins Allgäu, Endspurt. Weltrekord, bin ich jetzt oben ankommen, habe ich gepackt. 60, geschafft. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Weltrekord. Herzlichen Glückwunsch zum 10. Weltrekord. Oh ja. Gratulation. Sau geil. Im Herbst wollen Christian und Silvia den nächsten Weltrekord aufstellen. 111 Stunden Dauerskifahren in der Halle. Nein, gar keiner bisher.